Ja, ist ein Glück. Diese Hunde, die haben eine Feuerkraft, ne? Jetzt werden sie geschützt. Die anfliegenden Dinger da wegmacht, was? Warum gehen denn unsere Drohnen nicht los? Das ist im Raum. Das ist von weit im Raum. Und gleich tot. Jo. Mein also, Gott. Eigentlich könntest du die Wiederbeleber, die bei dir rausmachen. Da bin ich Schütz dran machen, weißt du? Weil die Hau die Kleidung. Das ist ja sagenhaft. Danke. Blöde Ding hier, eine blöde Stelle mit der Tür hier. Oh. Siehst du, ich sag dir doch, eine ganz blöde Stelle. Ja, wir haben jetzt Verstärkung, die auch einen Geschütz hat und Drohnen hat. Aha. Aha. Lock den mal raus. Du dickes Ei. Hier kommst du mit dem halben Kopf los an. Du hast einiges Scorpio bei. Oh! Hat einer die Scorpio bei? Ja, ich bin tot. Nützt nicht. Scorpio dabei hin, Scorpio dabei her. Das gibt also den sein Rucksack war kaputt und trotzdem kamen noch Stecherdrohnen raus. Ne? Ja, die letzte Bastion, die noch muss. So. Ist das Olaf, du kannst ja wiederbeleben, aber auch umtauschen gegen die Schütze oder sowas.
danke. Du stehst. Ja. Ja. Er hält mich da. Na, ich. Olaf. Ja. Icke. Netter Icke. Hat Icke gut gemacht. Ja. Wo sind wir eigentlich? Ach, Etage 4 waren wir stehen geblieben. Genau. Die haben gesagt, wir gehen wieder zurück auf 4, weil. Ja. Ob da wieder so eine zweite Welle wahrscheinlich irgendwo. Eine dritte Welle kommt nochmal. Glaubst du, das ist eine dritte Welle? Nee. Meinst du? Nee. Die Tür leuchtet, wir können durch. Okay, dann können wir durch. Ich habe noch gehört, wo ich gegangen. Ich höre einen Hund. Da draußen auf dem Flur ist ein Hund. Ladet mal alle eure Dinger auf, weil ich glaube, wenn wir da rausgehen, da sind wieder drei Überraschungsgäste. Na, Abtrünnige hatten wir eben gerade gehabt. Oder vorhin. Ja, das habe ich schon gehört. Da hast du noch gehört, da war es noch bei, ne? Da ist ein Dicker draußen. Ich sehe die Gatling von dem Dicken. Mhm. Wenn du hier durchs Recht und ein Hund, ein blauer, also ein lila, die warten da auf uns. Kann ich ein Geschütz durch die. Ich kann ein Geschütz durch die Tür schmeißen. Ja. Du kannst auch durch das Fenster schießen, geht auch. Ja. Aber dem seine Stecherdrohnen wahrscheinlich auch. Die Drohne fliegt nicht durch. Scheiße. Soll ich aufmachen? Ja, mach. Mach auf, Ziggy. Denkst du, den seinen Rucksack kriegst du nicht so einfach kaputt? Ups! Alter! Was war das denn? Ich bin hier um die Ecke gelaufen, Alter. Du bist verblutet. Der Hund? Nee, der Hund hat mich noch gehittet hier. Danke! Doch nicht, den seinen Rucksack kriegt man nicht kaputt da. Der ist kaputt. Aha. Ja, dann kann man es nur so machen, wie Olaf gesagt hat, ihn immer auf die Kette schießen. Hund hier um die Ecke oder was? Ja, wo ist Andi? Ja, der steht ja noch, der steht ja noch. Ja. Wo bin ich denn hin? Ich will zurückspringen. Olaf ist auch hier hinten. Ja, bin hier. Ja. Ne, schau mal. Ist ein Teamspiel. Ja. Im Teamspiel. Ja. Im Teamspiel. Ein intimes Spiel ist das. Ah. Jetzt kommen sie alle rein. Wir haben abgelenkt, oder? Nick hat seine Drohne und sein Geschütz drauf. Olaf hat seine Drohne drauf. Die hängt hier aber bei mir. Ja, warum hängt die hier? Ja. Deswegen kann ich die nicht hüpfen. Mach doch mal einen Doppelklick auf den Drohnenzeichen. Dass sie zu dir kommt.
So, jetzt kannst du wegschicken. Na. Muss ich erst mal ziehen. Zum Tierl. Halleluja. Luja. Luja. Alle. Ah, jetzt geht meine Drohne auf die Heilerbox. Das ist immer nicht schlecht. Gott. Das Grün, das finde ich so hässlich. Das ist eigentlich. Ah. Ist kein schönes Grün. Nein. Das muss weg. Ja. Oh, ich hab keine Medipads mehr. Ja. Hast du voll noch Platz? Ja. Ich war voll. Wieder will ich da drum, muss weg hier. Ein Zurückrennen. Ja. Bleib liegen, ich immer. Ich bleib nicht liegen. Wir wollten erstmal in die Entdeckung gehen. Man kann nicht in die Entdeckung springen. Los, oh, ab. Ach, jetzt sagt es mir los, ab. Er bleibt immer stehen. So. Ja. Ja, ich bin ja hier in der Entdeckung. Die Leute immer erst in Deckung krabbeln lassen. Panzer. Ja. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Die halten mal was aus, du. Auch bloß in diesen scheiß Heilerkreis reinfahren dann schon. Den hinten sitzt ein Scharfschütze, das ist auf die Zähne. Wie schaut denn der aus? Scharf? Scharf. Ich will erst einmal den Herrn haben, der für den Minipanzer zuständig ist. Ja, wenn du dabei abgeschossen wirst von der Scharfschütze, nützt er das gar nichts. Ja,
Jetzt ist sie nach rechts gelaufen. Jetzt ist sie wieder da. So, gut. Gut, dann kannst du durchgehen zur Tür. Kannst du deine Scharfschützin holen? Genau. Ich glaub, die ist schon geholt. Ja. Nee, hier ist jetzt noch eine. Alter. Ah, da ist sie. Die rennt weg. Aber da geht bestimmt wieder eine Tür. Nee, geht keine Tür auf. Ja. Sauber. Alles sauber. Ja. Die Abtrünnigen geschafft? Ja. Na klar. Jetzt wäre ich gern dabei. Ich habe es noch gehört, wie der Terra gesagt hat. Oh, die Abtrünnigen. Und in dem Moment bin ich gerade aufgestanden. Ja. Und was für ein super Loot, die ich fallen lassen haben. Boah. Ja, wahrscheinlich lauter Exos, ne? Ja, ja. Nur Exos und Pestilenzen ohne Ende. Wir haben uns auch braucht so in mehr da lassen. Wir haben uns gesagt, nee, brauchen wir nicht. Ihr seid ja jetzt einer weniger, somit ja. Nix an Loot auch noch dahin liegt. Ja. Ja, haben wir alles. Wir haben auch Lebensmittelkarten fallen lassen und Freikarten für Skier. Ja. Und für Puff Lebensmittel, lacht man nicht. Lebensmittelkarten sind heutzutage wertvoll. Ja, das kommt alles wieder. Früher hat man drüber gelacht, aber wenn dir heute jemand ein Leib Brot schenkt, ich glaube, da kannst du ganz schön. Wenn sie dir einmal geklaut haben, vergiss diese Dinger nie. Ja. Ja. Ich brauche irgendeine Alternative für meine Waffe, hey, das gibt's nicht. Ich habe gedacht, ich habe eine Harmonie, aber scheinbar habe ich die zerlegt irgendwann mal, weil die schlechte Werte da sind. Keine Ahnung. Bestimmt. Mit perfekt synchronisieren. Ich meine, wenn du das Talent hast, kannst du es auch vorne von einer machen. Ja, aber nicht das Perfekte, natürlich, klar. Wer will das denn, Hund? Ja. Immer Hund, immer Hund. Immer Hunde. Immer Hunde. Wegschmeißen von meinem Geschütz. Das ist kacke, wenn du das Geschütz gerade, danke, ausgerüstet hast. Hey, okay, hab wieder mal Köder. Meine Fresse, du. Ich glaube, seit heute gibt's Silvesterfeuerwerk zu kaufen und jetzt knallt es da draußen schon wieder in einer Tour. Schrecklich. Die haben zu viel Geld. Die haben zu viel Geld. Ja, das sind die Kinder. Das sind die Kinder. Das ist der Papa. Geht holen, holt euch was. Und alles sei Ruhe. Wir kriegen das von Mama und Papa, ja. Ich habe schon jahrzehntelang keine Knaller mehr geholt, keine Silvesterdinger. Nein. Ich hab früher alte Schrotpatronen verschossen. Weil ich das. Dabei ein Auto schade. Also das Geld, das finde ich. Ich meine, ich finde Weihnachten schon so ein bisschen schlimm geworden, weil es nur noch auf Konsum und Kommerz aus ist. Ja. Aber Silvester geht für mich überhaupt nicht vom Finanziellen her. Das ist das, wo ich überhaupt nicht einsehe. Vor allem, dann bist du irgendwo in der Gruppe. Also ich kenne das von früher. Da war 12 Uhr und dann hat man sich innen drin ein Glas Sekt genommen und hat angestoßen. Also dann kommst du gar nicht mehr dazu, weil die alle schon draußen stehen mit der Knalltüte in der Hand. Die Knalltüten. Und schon alle besoffen.
Ja, das ist ja wurscht. Aber erst stößt man in Ruhe an und wünscht sich ja nur frohes neues Jahr. Und dann geht man geschlossen raus. Nee, die gehen erst raus. Heutzutage ist das Knallen wichtiger als... Wir knallen nicht mehr. Hat sich ausgeknallt. Ja, der Flug ist der Schaden. Ja, dann kaufen wir. Ja. Hund ist bald weg. Ja, bald, aber nicht lang. Weg. So, Hälfte. Und dann kommt bestimmt ein neuer. Ja. Ein neuer. Ein neuer gelber Hund. So, ich bin tot. Am Boden. Ja. Du bist da. Ich bin da hineingeraten. Das war nicht gut hier. Im Hund, wenn du zuschaust, jetzt wo ich so liegt, ne? Du schaust dem Hund zu, wenn der schießt. Der rennt und der bleibt genau mit seinem Schuss im Ziel drin. Ne? Ja. 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 Das ist auch okay. bei Scharfschützen. Ja. Da kannst du noch so im Zickzack rennen. Ja. Die erwischen dich. Das bei allem. Präzision mal eben auf 100% eingestellt. So. Was willst du da groß machen? Gut weg, gut, der ist weg. Kommen gleich die nächsten Hunde. Hm. Ja. Das ist ein Schluss, das höchstliche Wort zum Sonntag. Die lieben ihre Hunde. Manche, das sind ja auch Scheißgegner. Ach, die Hunde sind doch ganz gut. So. Genau. Ja, was hat der Olaf immer gesagt? Die Dicken, die machen nichts. Die sind harmlos.